Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion 4 gegen 4. Ich bleibe weiter beim Champion. Welcome to Nova. Und der gute Amon Lukas hat sich was gewünscht. Champion mit der Priesterin und den Wüstenpilgern. Und zack, da ist es. Da ist es einfach schon. Ja klar, die Kaulquappen sind jetzt Mist, die will ich jetzt nicht unbedingt, aber könnte den Baum theoretisch mitnehmen als guten Tank. Ne, ich nehme es erstmal so. So, und bei ihr ist es nämlich so. Zum ersten erhöht die Angriffsgeschwindigkeit um 100% und heilt sie um 8% fehlendes Leben pro Sekunde für 5 Sekunden. Und wenn die aufgewertet ist, sogar noch mehr. Das heißt, wir stellen die am besten mal relativ weit links hin. Dass die gut weit vorne steht, damit dann die Wüstenpilger die aufwerten können. Champion ist schon mal dabei. Oder geht das hier richtig ab? Weil dann hat die nämlich mega viel Leben und heilt sich dementsprechend auch ordentlich nach oben. Am Anfang ist es natürlich noch nicht so stark, aber das kommt dann. Sobald ich genug Wiesenpilger gebaut habe, um ihre Leben zu erhöhen, dann geht's los. So, wen habe ich denn eigentlich hier auf der anderen Seite? Einen Nimbus 2001. Schlechter Harry Potter Witz. Na gut. Das war jetzt erstmal nichts. Hab eh keine Gnade. Mach dann nächste Runde mit den Schleim weiter. Ach so, das ist natürlich doof. Die bringen mir nichts, weil die würden ja ganz vorne stehen. Muss ja noch mal rollen, um die Seeschlangen wegzupacken. Die darf ich nicht mitnehmen. Eine Maske hingestellt, habe ich gesehen. Und schon was durchgelassen, hast Fiesta. Chaos, ich habe Champion. Hier ist Double Login mit Wassergeist und Sack. Und Weißer Geist und Sack. Okay. Dass die schon mal ein bisschen die Frontline aufbauen. Dass alles ein bisschen abgewehrt wird. Ach, Stich habe ich halt jetzt nicht, ne? Und Brute. Ja, meine Mini-Schleime halten aber gut dagegen. Halt dich hoch! Jawohl. Alles abgewehrt. Ist aber auch ganz schön was durchgekommen, ne? Okay. Da ich Stich nicht bauen kann, wegen den Wüstenpilgern dann, kommen hier einfach noch mehr Schleime dazu. Habe ich aktuell keine weitere Wahl. Ich warte ein paar Runden, dann rolle ich. Dann mache ich die Seeschlangen weg. Kriege vielleicht noch irgendwas, Golem oder sowas, was ich vorne noch mehr einstellen kann. Was Sinn macht. Alter, göttlicher Segen nochmal auf die oben drauf. Das ist krass. Ich meine, wenn sie abkackt, ist es weg, aber einfach für den Spaß. Würde ich das, glaube ich, mitnehmen.
Consider it done. Was ist hier? Von allem etwas. Nimbus, Maske. Ich glaube, der hat Chaos oder sowas genommen. Danach sieht es zumindest aus. Ich habe schon so eine Kaukwabe mit aufwerten. Ja, das Schicken mache ich mir aktuell keine großen Gedanken. Ich konzentriere mich lieber auf meine Priesterin. Aber es ist schon krass, wenn die sich wirklich so fett hochheilt. Weil die kriegt ja auch schnell Mana, ne? Das ist schon fett. Okay, die haben zwar durchgelassen, aber ich block meins. Priester ist gut dabei. Okay, jetzt eine verstärkte Hydra, sehr gut. Hat er so lange gehalten. So, Aufprallschaden bin ich ganz gut dabei, dadurch, dass ich die Schleime habe. Drei Abstand sollten reichen, da. Ich packe mal noch so ein paar Kaukwappen dazu. Die kann ich ja dann auch zu den Tanks umfunktionieren. Und daher alles ganz entspannt. Magieschaden habe ich auf jeden Fall genug. Nur der Rest ist ein bisschen wenig. Ja, hat er leider abgewehrt. Okay. Soll ich mir wirklich weiter einfach gar keine Gedanken machen und mich auf meins konzentrieren? So, aber was stelle ich jetzt hin? Ich kann einfach nur noch so eine Schleimfrau aufwerten, ne? Was anderes macht sowieso keinen Sinn. Ist natürlich auch das Beste, was ich machen kann. Und den tausche ich aus für den Tank. Magieschaden hier nicht so stark ist, die Welle. Ist einmal durchgewechselt. Ich warte auch einfach weiter den König mit auf. Ich komme aktuell nicht durch. 120. Die Steine halten aber gut dagegen. Sehr schön. Die Schleime haben mich aber auch noch nie enttäuscht. Die waren immer gut. Gerade wenn die sich dann aufteilen in drei kleine Schleime, aber einfach eine übelst gute Verteidigung. Und da gab es noch nie Probleme. So, das möchte ich nicht. Deswegen werde ich einfach weiter Wüstenpilger hinstellen. Ich könnte vielleicht noch eine Priesterin hinpacken, hier hin oder so. Diese Kaukörper verkaufen dann noch für neue Piepen. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Mal gucken. Ich werde erstmal die eine gut auf. Ding ist halt, ich muss auch irgendwie über Welle 10 kommen. Sehe ich aktuell noch nicht so.
Schleimfrauen können sich nicht gut genug aufladen für 3. Und der kloppt die schnell down. Hm. 10 wird wahrscheinlich nicht so meine Runde sein. Aber ist auch nicht so schlimm. Ich baue weiter meine Wüstenpilger damit auf. Die werden ordentlich heilen. Und dann werden die hier mega fett machen. Die brauche ich 350 Piepen. Okay. Habe ich vielleicht nach der 10 irgendwie zusammen? Nee. 50 ist ein bisschen viel. Schauen wir mal. Wir haben alle schon wieder mehr Worker als ich. Alter. Wie viele Turtles waren das? 3. 3 Turtles und 2 Schnecken. Ja, wahrscheinlich, weil er hier meine ganzen Zauberer sieht, schickt er die ganzen Turtles mit rein. Macht ja schon irgendwo Sinn. Jawohl, hochheilen. Gut abgewehrt. Auf jeden Fall gut abgewehrt. Jetzt muss ich auch ein paar Piepen aufheben, damit ich die 10 überstehen kann. Danach ist egal, die Hälfte habe ich locker. Ihn könnte ich jetzt hinstellen. Hm. Er kackt aber auch schnell ab, ne? Ich glaube, ich warte einfach hier so ein bisschen auf. Und fertig. Und dann hoffen wir mal, dass die 10 was wird. Ja, sieht nicht gut aus. Die 10 war nicht gut genug. Alter, das ist ja krass, was ich hier kriege. Da muss ich ja noch mal umbauen. Da muss ich auf jeden Fall noch mal umbauen. Da muss ich den hier verkaufen. Und dafür sie hinsetzen. Damit mehr Mana-Regeneration stattfindet. Ja, komm, scheiß drauf. Holy shit. Das ist wirklich eine gute Rolle. Wirklich eine verdammt gute Rolle. Das Kauquappen weg. Dafür sie hin, dann aufgewertet. Mana-Regulation ist da, auch für die Schleimer. Macht schon Sinn, ne? Holy shit, die ballert richtig rein. Die ist jetzt schon übelst groß. Knall die weg. Darf halt jetzt nur nicht abscheißen, ne? Dann ist der Buff weg. Seek, mortal. I hear the bell.
So, komm, wir verkaufen den. Dann packe ich das mit hin. Da muss ich dann nur noch ein Dinkau-Papier verkaufen, stellt da noch so ein bisschen was rum. Wird nicht optimal ausgenutzt. Aber ist egal. Die Mana-Regeneration ist hier unglaublich geil. Holy shit. 480. Okay, die waren verdammt schnell down. Der Buff ist weg. Heal dich. Ah. Ja, okay. War irgendwie klar. Aber solange es gedauert hat, war es ganz cool. Na egal. Ich kann die ja immer noch mal aufwerten. Alles entspannt. So. Du wirst aufgewertet. Du haust ab. Du kommst rein. Die wird schon noch groß genug. Kein Problem. Schade. Ich schicke jetzt jede Runde Turtles, um mich zu nerven. Können wir auf jeden Fall noch mehr Worker holen. Wenn ich dann auch genug Stichschaden und sowas stehen habe, dann sind mir die Turtles auch scheißegal. Und da mal noch einen hinstellen, damit die Schleime sich gut regenerieren können. Die mache ich noch groß. Ah, da kommt ein Voreis. Kretscher rennt weg. Angriff! Oh, da habe ich gut verteidigt. So, jetzt haben wir hier schon mal 4500 Leben mehr. Das wird schon mal sehr schön. Dass die nächsten Runden einfach immer nur noch neue von denen holen. Ein bisschen Verteidigung aufbauen noch, aber. Er hat halt so von allem etwas. Wieder Turtles geschickt. Der ist halt mega schnell weg. Thaddeus. Gar keine Chance. So,
Jetzt ich ein paar Worker mit auf, endlich. Schick einfach mal ein bisschen was dazu. So, jetzt werden wir hier mal ein bisschen das Ganze aufwerten. Aufwerten und aufwerten. Noch mehr Schleim mit dazu. Sind wir schon bei was 7500? Also müsstet ihr jetzt 10.000, über 10.000 auf jeden Fall schon haben. 10.800. Ist krass, die ist schon übelst groß. Die heilt sich mit über 300. Da kann ich aber nicht standhalten. Noch nicht. Es geht noch nicht. Der weiß halt aber auch genau, was er schicken muss, der Sack. Ich will doch hier nur was zocken. Muss man sich hier auch noch außerordentlich anstrengen, damit das funktioniert. Auf jeden Fall ein bisschen mehr Variation aufgebaut. Also seine Klone machen halt auch magischen Schaden, ne? Machen die überhaupt Schaden? Holy shit. Also das Healing ist schon stark. Das kann eine Weile dauern, aber es sieht so aus, als schaffe ich's. Ich hab noch zu tun. So. Ich brauche einfach irgendwie trotzdem noch mehr Tanks, oder? Sind die alle mal so ein bisschen aufwerten? Aber es wird immer größer. Ihr habt es jetzt nicht mal 100 Worker geschafft. Aber ist nicht so schlimm.
Heil dich! Ah, schickt halt aber auch immer schon über 1500 die ganze Zeit in die Wellen rein. Da hilft nur eins, was ich dagegen tun kann. Noch mehr Leben! Da hilft nur noch mehr Leben. Maximales Leben. Ich meine, das hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert bis jetzt, wie ich es mir erhofft hatte. Aber es ist halt ja auch nur mal ein Versuch, ne? Holy shit, übelst die Gatling Guns. Was geht denn hier ab? Ich hab mich nur auf mich konzentriert. Verrückt. Das ist schon verrückt. So, wie viel Leben hast du jetzt? 19.800. Oh, die haben aber ordentlich rein. Hiel dich! 1.300? 1.500 tot. Na gut. Wie gesagt, dagegen hilft ja nur eins was. Noch mehr Leben. Da hilft nur noch mehr Leben. Oh, keine Piepen mehr. Okay. Das wird fett. Schade, dass der göttliche Segen-Buff nicht mehr da ist. Er weiß halt ganz genau, was ich mir schicken muss, damit er dagegen verkacke. Aber egal. Es geht hier um Spaß. Holy shit! Übelst fett. Ausgelöscht. Da sind viele Eiersäcke dort stehen. Ah, wie viel Piepen brauche ich? 255. Da warte ich hier lieber einfach noch mal so einen Schleim auf, na. Und noch ein bisschen Frontline dazu. Ein Riesengerät. Oh, holy shit! Ach du Kacke. 31.800 Leben. Und dann hielt die sich ja noch, na? Ne? 8% pro Sekunde. Ach so, wir wollen jetzt schicken, na dann. Dann schicken wir jetzt.
33.300. Das ist schon ordentlich. Halt dich, halt dich. Komm schon. Jawohl, 1700, 1800. Oh. Hat leider nicht gereicht. Aber der hält hier auch übelst viel aus, na? Ja, also die wollten wirklich gewinnen. Ich wollte doch hier nur mal meinen Priester hochquetschen. Ja, der steht einfach immer noch. Jetzt ist er mal down. Ja gut, aber da hat man es gesehen, wie das Ganze funktioniert. Eine riesengroße Priesterin als Champion. Auch mal kurzzeitig mit der Segnung. Ist ein sehr einseitiger Schaden, wo man schnell überrannt werden kann. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja gut. Dann schaut euch auch gerne das andere Video an, was hier angezeigt wird. Oder lasst ein Abo da. Für mehr Videos von Legion oder Backpack Battles. Aber das war's erstmal für heute. Ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.